Aber es ist irgendwie, naja gut, wir sind wahrscheinlich, ist es noch nicht mal richtig 22 Uhr. Da war schon wieder so ein komplett Geisteskranker unterwegs. Wir werden da wohl 6 Skeffs zusammenbekommen, oder? Aber bis jetzt ist ja ziemliche Funkstelle hier auf der Map. Da war ich ja auch schon ewig keine Nachtraids mehr gemacht, aber kann ich euch nicht sagen, wie die Skeffs hier aktiv sind abends. Oh, Alter! Olli! Hast du mich erschrocken? Grüß dich! Moin, Matze, was ist los? Verwehrst du uns dein Antlitz? Naja, es ist ja halt Nachtraid. Und wenn ich das jetzt mache und meine Beleuchtung noch anhab, sehe ich noch weniger als ihr. Und deswegen habe ich die Facecam erstmal ausgemacht, die kommt nachher wieder. Ich muss bloß jetzt hier 6 Skeffs erschießen abends, ohne Nachtsicht und ohne Thermal. Nee, das ist eine richtige Quest, ist das, keine Daily. Hier, ist das die? Nee, warte mal, Shady Business? Nee, auch nicht. Eagle Owl, das ist das, von Jäger, scheint neu zu sein, kenne ich so noch nicht. Muss zwischen 22 und 4 Uhr erfolgen. Zugriff. Diese Quest ist so kacke, die werden schon wissen, warum sie bloß 6 Skeffs hingeschrieben haben. Ich mache Musik für euch. Ist schon komisch, fühlt sich auch komisch an, wenn du selber so
nicht zu sehen bist, ist auch für mich ein komisches Gefühl. Ну, шкура цела уже неплохо. Aber später. Ey, warte mal. Ja, das war das nämlich. So. Das ist so ein lieber Skeff, er hat genau gewusst, was ich brauche. Kohle. So, vier Stück. Vier Stück noch. Wir werden noch mal vier Stück auftreiben hier. Ja, ohne Witz, also habe ich schon bis jetzt immer, wenn ich ein Wallet finde, ist Kohle drin. Das ist mein erster Vibe, wo überhaupt Kohle in diesen Scheißdingern ist. Ich habe die Geschichten nie geglaubt, dass da Geld drin war. War bei mir auch nie und jetzt siehe da. Der Geldsegen. Streamer Loot. Ja, das sehe ich immer, wenn ich mit den anderen, mit den Jungs unterwegs bin. Was die alles finden. Das sage ich schon mal. Ich dachte, ich bin der Streamer. Ich glaube, die sind alle eingeschlafen, Olli. Ich gaukle ihnen vor, dass es schon 23 Uhr ist und wir sind alle eingepennt.
kamen herangeschlichen. Alle im Lurk und zocken. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Kann schon möglich sein. Vorhin waren sie, ja, fleißiger am Labern und jetzt? Keine Ahnung. Da kam einer geschlichen irgendwie. War mir nicht geheuer. Oh, da vorne ist es, gell? Was für Messer meinst du, Olli? Die braunen von den Skeffs? Alter, da steht noch einer. Alter. Nachts sind die ja gut unterwegs. Also im positiven Sinne. Alle wegen den UMB-Tritt. Ach so, ah, die. Puh, das weiß ich gar nicht. Heb die ja selber für mich auf. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich habe jetzt mittlerweile eine UMP zusammen. Du brauchst ja aber noch zusätzlich dieses Bajonett. Ich weiß nicht, was hier oben langgeschlurft ist. Erledigt. So, wir können dann wieder mit Facecam arbeiten.
Mann! Ich dachte, du bist so eine geile Gönnerin hier. Das Bajonett, ja. Kriegst du halt relativ selten. Aber ich denke mal, wenn du mal auch ein Scaff-Raid zwischendurch einschiebst, ist das immer mal mit dabei. Oi, Scaffy. Хороший вы, блядь, человек. Ангефикст. На, блядь, жри, сука. Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, so, ja, war recht easy. Nachts machen sich die Quests bestimmt besser irgendwie. Keine Ahnung, aber das kann ich euch ja nicht zumuten, die ganze Zeit ins Dunkle zu klotzen. Gut, Quest erledigt. So, ich mache mal schnell wieder Licht an.